Willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic. Mal wieder mit dem neuen Update 7.5. Wir spielen weiter. Okay, verzweifelter Widerstand haben wir damit schon mal geschafft. Das ist eine Crew-Fähigkeiten-Quest. Ich schicke direkt mal wieder einen Gefährten los. Gehofft diesmal. Bin gleich wieder da. In Minbosa Viertel auf Hutter mit Sarkaten treffen. Okay, das können wir jetzt hier auswählen. Scheint ein neuer Bereich zu sein. Stufe 80 bis 80. Okay, auf jeden Fall auch ein neuer Ladebildschirm. Die hatten wir im Data Mining schon gesehen gehabt. Und da wären wir auch schon. Mit der Fähre. Kann ich jetzt hier dein Schiff, Hutter? Hutter Orbitalstation? Hutter Mini Minbosa Viertel? Ja, da wären wir. Ist auch sehr dunkel hier, Hey, ne? gut, dass ihr hier seid. Es war schon einige Male ziemlich knapp. Dreckige Wartet auf einen Kantine. Was Hinweis steht für ein da? Treffen. Ihr findet uns in der Kantine. Cantina-Schiff, Cantina. Was ist das denn für ein Name? Aber wir können sogar gleich erfahren. Perfekt. Ist auch ein bisschen größer, das Gebiet. Jetzt haben wir hier noch Pilotenbeauftragten und Raffinierungsfabrik. Ups, das war die falsche Taste. Hier gibt es auch irgendwie keine Händler oder sowas, ne? Das sind alles nur Sklaven. Die auch nicht mal mit uns reden. Das erinnert mich so ein bisschen an den Startbereich, muss ich sagen. Das ist ein richtiger Cantina-Schiff. Gut, dann mal rein hier. Wir haben ein Problem. Ja, das wäre. Das überrascht mich nicht. Einige Unterlagen unterfangen, wie dieses läuft nur selten nach Plan. Was ist passiert? Machen die Einheimischen Ärger? So könnte man es sagen. Ihr ruiniert noch unsere Deckung, ehe wir anfangen. Deshalb braucht man einen gut durchdachten Plan und einen noch besseren Plan B. Das Ganze sollte einfach sein, könnte sich aber als unmöglich erweisen. Der Stoßtrupp, den die verborgene Kette nach Hutter geschickt hat, muss irgendwo in diesem Distrikt sein. Aber ich weiß nicht, was wir tun sollen. Die Sklaven rebellieren und der Hutte, der hier das Sagen hat, hat alles abgeriegelt. Niemand kommt rein oder raus. Wo sollen wir mit unserer Suche nach dieser Fähre anfangen? Wir lassen uns etwas einfallen, Sahar, oder so. Wir könnten den rebellierenden Sklaven helfen. Das müsste uns die Suche nach der Fähre erleichtern. Ihr müsst lernen zu improvisieren. Denkt immer 3 Schritte voraus. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Das ist nicht ideal, könnte aber ein Vorteil für uns sein. Wir können den Sklavenaufstand nutzen, um unsere Bewegung zu verschleiern. Vergesst die Sklaven. Die Fähre ist unsere einzige Priorität. Tja, das müssen wir wohl. Es gibt einen Grund, warum wir hier sind. Ich will jetzt nicht aufgeben. Hetta hat schon zu viele Leben zerstört. Und ich werde nicht zulassen, dass sie noch jemandem Leid zufügt. Keine Sorge, wir schaffen das. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ihr wisst, dass der verborgenen Kette die Stirn bieten müsst. Seid ihr sicher, dass ihr hierfür bereit seid? Ihr könnt nicht bei jedem kleinen Missgeschick die Nerven verlieren. Ja, Nee, wir schaffen das. das müssen wir. Gehen wir. Ja. Ich hätte mich auch keine Lust, jetzt mehr hier nur ständig nur zu quatschen. Ich möchte eigentlich mal was tun. Nach der Fähre der verborgenen Kette erkundigen. Ach, guck mal, wir können hier sogar gleich erfahren. Das ist ja schön. In der Kantine drin. Okay. Fangen wir mal hier drüben an, bei dem Sklaven. Verschwindet! Wir haben nichts mit diesem Aufstand zu tun. Okay. Ich glaube dir einfach mal. Sagt Yuzindo, dass wir nichts mit diesen undankbaren Wompratten zu tun haben. Okay. Da entsteht schon der nächste. Erst Mandalorianer und jetzt ihr? Diese Störenfriede werden uns noch alle umbringen. Okay, danke für die Info. Kann ich hier auch durchfahren oder ist es hier bloß ein... Nee, kann ich auch durchfahren. Nichts von all dem würde passieren, wenn alle ihre Köpfe einziehen und den Mund halten würden. Ich weiß nicht, warum alle denken, sie könnten es mit Yuzindo und seinen Unmengen von Credits aufnehmen. Okay.
Wahrscheinlich zu dem, den ich vorhin angequatscht hatte. Ganz am Anfang. Genau. Wenn wir uns zum Verladehafen durchschlagen, können wir vielleicht... Oh, lasst uns in Ruhe! Nein, nicht! Aber wir wissen es dort nicht. Dort muss die Fähre sein. Bleibt weiter wachsam. Okay, irgendwie ein bisschen überlappt die Gespräche, aber... Wir sollen zum Verladehafen. Dann machen wir das doch mal. Wir wollen jetzt mal aus dem Startgebiet hier raus. Ich meine, wie diesem Gras hier, ich finde das irgendwie nicht schön. Das sieht irgendwie, ich meine, nicht zu künstlich aus, finde ich persönlich. Verschmutzter Sumpf. Ja, okay, also hier würde ich, glaube ich, auch wirklich nicht baden. Ich weiß nicht, ob man jetzt daran stirbt, wenn man da runterfällt. Wahrscheinlich eher, aber eher nicht. Irgendein Tunnel ist hier noch. Ach du Scheiße, wo geht denn das hier noch hin? Raffinierungsfabrik, da ist ein Linkspunkt. Hier ist nochmal der Tunnel. Und da müssen wir hin. Okay, also erstmal hier lang. Bin mal gespannt, wie viel Story wir haben, wie viele Folgen. Ich denke mal, heute werde ich wahrscheinlich nicht fertig. Ich muss halt nur fertig werden, bevor das Event vorbei ist, aber das möchte ich nämlich auch noch spielen. Und das wäre natürlich jetzt doof, wenn das dann nachher vorbei ist. Und bisher haben wir irgendwie noch nicht wirklich viel Praktisches gemacht, ne? Bisher haben wir nur gequatscht. Okay, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Aber ich gehe mal hier hin, weil hier ist kein starker. Da können wir einfach schon den Flächenschaden reinknallen. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier sogar Sahar Kathen als Gefährten. Wie viele Instanzen haben wir eigentlich, würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ah, da. 3 Stück. Und anscheinend scheint es vor kurzem noch 4 gewesen zu sein, weil wir nämlich gerade hier in der 4. sind. Ich habe gute Neuigkeiten. Okay, die meisten sind aber auf der 4. Gute Neuigkeiten hört sich immer gut an. Warum droppen die ganzen Gegner ja eigentlich nichts? Ja. Danke, dass ich nicht sehen kann. Aber alle anderen Gefährten gelockt sind. Das ist ja auch wieder geil. Das ist ein Rap, ne? Natürlich ist es ein Rap. So, erstmal wieder hier in die Instanz rein. Oh, wie Gegner sind denn hier schon wieder? Ich muss die ja sogar besiegen, sehe ich gerade. Oh fuck! Oh fuck, wie viel Heilung kriegen die denn? Ich hab's gar nicht mitgerechnet. Die Einheit hat mir jetzt mehr oder weniger fast den Arsch gerettet. So viel zum Thema Informationsbeschaffung. Und die Fähre sehe ich auch nicht. Hey! Ja, wo soll hier drin auch eine Fähre sein? Also das Ding sieht ja wirklich überhaupt nicht aus wie ein Raumhafen oder sowas. Aber wir haben erstmal wenigstens hier mal die Viecher gefunden. Den Sternen sei Dank, dass ihr diese Mandos erledigt habt. Sie Ach nee, das sind keine Viecher, das sind Gefangene. Wisst ihr, wo sie ist? Nein, aber wenn ihr mich rauslasst, suche ich alles für euch. Einer von ihnen muss einen Sicherheitscode haben. Das war ja klar. Es gibt immer einen Sicherheitscode. Und es ist mit Sicherheit wieder der Letzte, den man angreifen wird. Oder irgendeiner, der irgendwo in so einer Ecke versteckt ist. Mich nervt das total, dass ihr absolut nichts droppt. Von keinem einzigen Gegner. Und dass man ständig Doppelgruppen zieht. Ich wollte mich eigentlich die angreifen und dann zieht der hier auch noch da oben. Ich habe doch darauf geklickt. Dann mach es bitte auch. Sie auch mal gegenseitig hochheilen. Die droppen die alle wirklich gar nichts. Was ist denn das für eine Scheiße? Hier droppt ja kein einziger Gegner auch nur einen Cent Geld.
So, wie sieht's hier aus? Och, wer von euch hat denn diese bepisste Zugangskarte? Ach nee, die hat keiner von denen, die liegt in der Kiste. Och, sag das doch. Immer muss ich sagen, liegt wenigstens nicht im letzten Raum, den ich hätte besuchen können. Oh, hier droppt ja wirklich kein einziger Cent. So, jetzt aber. Runter und befreien. Wir sind auch noch überall Gefangene. Die müsstest du doch auch noch befreien. Ich dachte gerade, warum läuft hier einer in meiner Instanz rum, aber... Während ich diesen Sicherheitscode eingebe, könnt ihr mir von dieser mandalorianischen Fähre erzählen. Gebt ihr eine Sekunde Zeit. Das ist in Ordnung. Aber nur damit ihr es wisst, wo auch immer diese Fähre ist, während der Abriegelung kommt ihr nicht mal in ihre Nähe. Holt uns alle hier raus. Dann können wir euch helfen, die Security zu umgehen. Wollte schon sagen, wissen wir das schon alle befreien. Danke. Naja, kein Ding, aber ihr müsst mir aber trotzdem auch helfen, ne? Sonst spreche ich euch gleich wieder ein. Solange ihr noch könnt. Sonst mache ich den Käfig auch wieder zu. Sprecht euch alle in einen Käfig. So, bis wir da treffen. Alle erstmal an den Verhandlungstisch. Das waren alle. Gibt es einen sicheren Ort, an den ihr gehen könnt? Es gibt hier eine Unterkunft für Piloten, die die Mandos ausgehoben haben. Hier, die spawnen erstmal alle. Verstecken wir uns. Hier ist nichts. Außer Frachtkomplex. Hier, die spawnen erstmal alle. Das ist natürlich mal sehr schön. Oh, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Nee, ich fahr jetzt einfach durch. Leck mich. So, hier ist noch wieder ein Spawnpunkt und ein Respawnpunkt auch. Und wieder so eine Kantine, wie es aussieht. Pilotenbeauftragter. Sieht doch irgendwie fast gleich aus, ne? Wir strecken unsere Fühler nach dieser Fähre aus, die ihr sucht. Aber es könnte eine Weile dauern, sie aufzuspüren. Wir hätten da einige Ideen, um das Ganze zu beschleunigen. Hört euch einfach um. Okay, dann versuchen wir doch mal. Wir waren leichte Beute für die Mandalorianer. Ohne gute Rüstungen und Waffen, um uns zu schützen. Ihr könntet den Mandos ihre Ausrüstung abnehmen und uns überlassen. Das wäre gut für alle Beteiligten, außer für die Mandos. Okay. Als hätten uns die Hutten nicht schon genug genommen. In dem Sumpf, den ihre Pipelines hinterlassen haben, versinken einige der letzten religiösen Strukturen der Evoki. Scannen sie für mich, ja? Bevor sie für immer im Schlamm versinken. Na klar, Evoki-Totems. Zu viel Kampf, zu viele Schießereien, das schreckt die Xovas auf. Wisst ihr, was Xovas hassen? Den Geruch von Giftechsen. Besorgt Duftdrüsen von Giftechsen. Verwest, sauer, sorgen aber für Sicherheit auf den Straßen. Okay. Draußen ist die Hölle los, wisst ihr? Chemische Brände, Treibsand, gefräßige Ackhunde. Wir haben nicht... Habt ihr schon mal von Tempigen gehört? Ein Abfallprodukt bei der Raffinierung von Tibanagas. Bringt ein wenig davon in unsere Koltolager. Dann sehen wir weiter. Deswegen wissen wir, wenn man gerade steht, weil sonst ist das so komisch im Ohren. Gerade mit Kopfhörern. Ja gut, wir sollen zwar eigentlich nur 3 Quests machen, wir machen aber natürlich alle. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ausrüstung und Mandalorianer beschaffen. Das heißt wahrscheinlich, die einfach weghauen. Was jetzt gar nicht mal so einfach zu sein scheint. Weil hier relativ viele Leute sind. Das ist eigentlich mal das einzig Gute, wenn man die Quest erst irgendwie gefühlt Monate später macht. Man hat seine Ruhe dabei. Ich dachte gerade zuerst, das wäre eine Tür, deswegen habe ich ja gerade so aufgeschaut, ob man da irgendwie klicken kann. Aber nee, das scheint nur Lego zu sein. So, jetzt haben wir 2. Ich hoffe mal, dass wenigstens alle Gegner was droppen. Guck mal, hier in der Mitte können wir auch noch hin. Ich glaube, hier ist aber nichts. Nee, ist nichts. Das ist natürlich jetzt nervig hier mit den paar Gegnern hier. Können wir höchstens immer wieder im Kreis laufen. Gute Neuigkeiten. Ja, bringt mir jetzt aber leider nichts. Oh, das nervt mich ein bisschen, Scheiß.
Benachrichtigung über Discord. Der Kackdrüde droppt ja nicht mal was. Okay, aber es gibt sogar eine Erbauungsquest dafür, dass man hier Gegner besiegt. So, 5 Stück haben wir jetzt. Erbauung haben wir auch geschafft. Ach, hier ist Schluss. Da. Komm, komm, ich will auch nochmal draufhauen. Dann bekomme ich wenigstens auch noch was dafür. Guck mal hier. Okay, der andere läuft leider weg. Jetzt hätte er ja auch nochmal draufhauen können. Wenn er den Gegner auch braucht, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich weiß auch gar nicht, ob das tägliche Quests sind. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das sind nur einmalige Quests. Müssen sie aber trotzdem natürlich alle einmal erledigen. Okay, Quest Nummer 1 wäre geschafft. Oh, Kamera. Okay, wir nochmal so ein Ding. So ein Gasextraktor. Jetzt brauche ich keine Gegner mehr, ne? Und jetzt sind sie wieder tonnenweise da. Das ist doch wieder so geil. Achso, die Dinger kann ich nur einmal nehmen, okay. Also ich muss also noch die anderen zwei suchen und die wären hier. Das Gegner mal ganz, ganz kurz in Ruhe. So, jetzt haben wir es. Und wäre die zweite Quest auch geschafft. An die 3 sogar schon. Und da wäre auch noch was. Ne, warte mal. Duftdrüsen beschaffen? Ne, 2. Der Rest ist hier draußen. Ich lasse die Gegner jetzt erstmal in Ruhe da. Die nerven nur. Müssen doch nochmal kurz zurück. In den Sumpf. Genau, hier muss ich noch was machen. Im Sumpf nach Iwoki-Totem scannen. Ach, die Teile da, okay. Die kennt man aber auch schon auf Hutter. Von Hutter. Und hier die Drüsen müssen wir noch kriegen, genau. Hat das mit Scannen gemeint? So eine Art Foto. So eine Holo-Foto. Da gibt ja auch diese tolle Holo-Kamera. Aus der CE und aus der Digital Deluxe Edition. Immerhin haben wir jetzt die Frage beantwortet. Ja, wir können auch im Sumpf laufen. Gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Gut, dass wir auch mal geklärt haben, dass es gefühlt auf diesem Ort überhaupt kein Loot gibt, außer eben die Quest-Sachen. Was ich sehr, sehr negativ heißen muss. Okay, jetzt gab es doch mal was anderes. Frühlingsfest der Fülleband. Was ist das denn? Wird beim Aufheben gebunden, ein Belohnungstoken, der während des Frühlingsfests gegen Ware eingetauscht werden kann. Okay, wir haben sogar tatsächlich mal doch ein bisschen Zeugs gekriegt von den Viechern. Aber dennoch, einen wirklichen Vorteil sehe ich hier aktuell noch nicht. Ich lasse die Gegner jetzt erstmal in Ruhe, weil ich glaube, ich muss sie so oder so nochmal da hinten besiegen, genau. Ich hoffe, dass die Dinger hier keine Respawn-Zeiten haben. Nur das letzte finden. Okay, die Quest wäre auch geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Dings finden. Das letzte Totem. Was soll ich was schon Token sagen? Totem. Und das ist natürlich wieder irgendwo ganz woanders, wo ich es nicht finde. Auf der anderen Seite. Könnte ja auch sein, dass sie es hier versteckt haben. Hier müssten ja theoretisch auch welche sein. Oder auch nicht. Hä, bin ich doof? Wo ist denn das? Es fehlt mir natürlich wieder genau eins und das finde ich nicht. Fahren wir nochmal ein bisschen durch die Gegend. Aber nicht Richtung Polen, sondern einfach nur durch die Gegend. Hä?
Kann doch nicht so kompliziert sein. Das muss doch hier in der Nähe irgendwo sein. Wie groß ist der Bereich? Nur hier, also. Das muss hier in der Nähe irgendwo sein. Vielleicht hätte ich einfach nur hier weiterfahren müssen. Gucken wir uns mal ganz über die Karte her. Ich glaube sogar tatsächlich, das wäre sogar richtig gewesen. Da war das andere. Das hatten wir schon. Da gucken wir nochmal hier auf der Strecke weiter. Die Folge Star Wars The Old Republic ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt in die Mitte klicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.